zwar in Bürgerhand. Energiewende in Bürgerhand. Energiewende in Bürgerhand. Weltweit werden in Südamerika beispielsweise, in Südafrika werden Solarfabriken aufgebaut. In Deutschland sind die gelben Engel der FDP erfolgreich gewesen mit deren Vernichtung. Und dann fällt mir immer wieder ein, beim Umgang mit der Energiewende, die berühmte uralte Fabel vom Wolf und dem Lamm. Von einem Wolf, der gegen lauter vernünftige Argumente dann doch einen Grund findet, in seiner Gier das unschuldige Lamm aufzufressen. Ich nenne das die Methode, damit ich dich besser fressen kann. Mit der gleichen unüberbietbaren Fadenscheinigkeit dieses gefräßigen Tieres soll jetzt die Energiewende ausgebremst werden. Das Konzept lautet: Unverschämtheiten verbinden mit Tarnen und Täuschen. Besonders beliebt dabei das Kostenargument. Den Auftakt machte der glorreiche Umweltminister Altmaier mit der Mondzahl 1 Billion Euro für die Energiewende. Man verschweigt einfach, dass Sonne und Wind keine Rechnung schicken, während Kohle, Öl oder Uran die Kosten in Zukunft immer weiter nach oben treiben werden. Man muss nur mit gebetsmühlenartiger Monotonie predigen, der Strom muss bezahlbar bleiben. Da stört es auch nicht, dass der deutsche Großhandelspreis für Strom zu den günstigsten in ganz Europa zählt, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nachgewiesen hat. Was ihn aber offenbar nicht kümmert, sind die alleine im Jahr 2011 geflossenen 66 Milliarden Euro für Kohle und die 35 Milliarden Euro für die Atomenergie. Weit mehr als je für Alternativenergie geflossen ist. Das soll durch die Klimaveränderung der steigende Wasserpegel signalisieren und dass die Menschen dadurch halt untergehen. Erneuerbare Energie ist besser als die alte, weil dadurch schmelzen die Polkappen halt und der Wasserspiegel steigt und deswegen gehen dann halt so die Inseln unter und sowas. Wir wollten halt deutlich machen, Kohle ist schädlich und Atom genauso. Natürlich gibt es noch viele andere Aspekte, aber das wollten wir besonders deutlich machen in diesem Zusammenhang hier. Wir haben dieses Tuch auch schon mal für andere Dinge verwendet, zum Beispiel als es um soziale Probleme geht und steht das Wasser bis zum Hals. Aber heute geht es uns eben hier um die Energiewende, die schneller geschehen muss. Raus aus Kohle und Atom. Wir haben da hinten den Landtag. Die müssen das wuppen. Dafür haben wir hier die Politiker. Energiewende. Yes. Energiewende. Yes. Energiewende. Yes. Atomkraft. Nein, danke. Wenn ich so denke, wenn man mit Leuten spricht, wird oft gesagt, Wind und Sonne reicht nicht. Denn in der Nacht, wenn es windstill ist, haben wir keinen Strom. Und es wird viel zu wenig auch in der Öffentlichkeit bewusst gemacht, dass es Möglichkeiten gibt, Strom zu speichern. Natürlich muss da noch geforscht werden. Und dass es vor allem da auch darum geht, Strom zu sparen, Energie zu sparen. Aber leider ist es eben so, dass die Schäden des Klimas in den armen Ländern vorrangig geschehen, während wir diejenigen sind, die in allererster Linie das Klima mit unserem hohen Energieverbrauch zerstören. Und dann brauchen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien.
mit ökologischen und sozialen Leitplanken. Wir brauchen aber Windkraft nicht nur im Norden, sondern auch im Süden. Wir brauchen entsprechende Standortfindungsprozesse unter Einbeziehung der Bürger. Und dafür, meine Damen und Herren, müssen wir auf die Straße gehen. Wir brauchen Bürgerenergie und keine Investorenentscheidungen. Das war eine absolut positive Erfahrung. Einmal, weil so viele Leute da waren, besonders in Wiesbaden. Wiesbaden ist sonst nicht so ein demonstrierfreudiges Cluster. Dann aber auch, dass die Stimmung so ausgesprochen gut war. Die Verbindung Mainz-Wiesbaden fand ich ausgezeichnet. Und ich hoffe sehr, dass diese Botschaft der heutigen breiten Demonstrationen in den 7 Landeshauptstädten positiven Eindruck bei den Regierungen macht. Dass wir also wirklich zu einer schnelleren Energiewende kommen. Und was mir natürlich auch sehr wichtig wäre, dass wir aufhören mit dem ständigen mehr zu produzieren und Wachstum, Wachstum, Wachstum. Denn auf einer endlichen Welt ist kein unendliches Wachstum möglich. Let's go, 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 let